Hey Leute, willkommen zurück beim neuen Race von Minecraft. Warum sage ich eigentlich das mal an als erstes und nicht ihr, obwohl es wahrscheinlich, weil ich es meistens so organisiere, Eben, weil du der Jo. Minecraft-Pro bist. Ja, ich überlege gerade, wir machen einen Triathlon-Race und der als erstes hier die drei Buchstaben gibt. Der ist der Grants, danach kommt der Frank oder nach ich. Und nochmal kurz aufzulisten, was bedeutet Triathlon? In diesem Fall Triathlon heißt es, wir müssen als erstes einen Goldapfel erstellen, danach einen Eisengolem erstellen und zum Schluss eine Schallplatte bekommen. Das sind zwei von drei Vorschlägen, die wir schon in der Community hatten, die damit erfüllt werden. Und zwischen diesen einzelnen Sachen, die erstellt werden müssen, und zwar auch in dieser Reihenfolge, müssen alle Sachen weggeschmissen werden. Heißt also, man fängt dann immer von Zero an, nachdem man eine Sache erfüllt hat. Genau. Aber man kann im Prinzip wegwerfen, wann man will. Also nicht, dass jetzt irgendwelche Leute denken, sobald man es fertig hat, Genau, wann man will, muss aber man. bevor man die neue Sache anfängt, Genau. muss man die Sachen wegwerfen. Also man kann zum Beispiel nicht irgendwie schon Holz fürs nächste sammeln, obwohl man die Axt noch nicht weggeworfen hat oder irgendwas. Die ganzen sehen. Also man heißt es auch, wir müssen Werkzeuge komplett neu basteln. Genau. Nach der Challenge jeweils. Nahrung, alles halt. Genau, auch Nahrung. Gut. Dann würde ich behaupten, wie gesagt, Grant, du machst die ersten drei Buchstaben. Jo, GES. GES, ja. LPP. LPP. Und dann sage ich GEZ. GEZ. Pfui! Die Säcke. Create New World. So. Oh, Winterlandschaft, super. Ah, oh, scheiße. Ich hasse Schneebiome, ey. Gut, okay, ich gehe erstmal auf Escape, so Menü. So, ja, ich muss auf jeden Fall auch auf schwer stellen. Genau, schwer So. ist geschaltet. Frank, sag Bescheid. Ja, ich habe auch schwer und ja. Okay, dann würde ich sagen, zurück ins Spiel in 3, 2, 1, los. Immer wieder schön. Ja, okay. Der Anfang ist ja immer gleich. Ja. Man kann gar nichts anderes machen. Weißt du noch, wer die Vorschläge gemacht hatte, Tobi, oder? Leider nicht. Also es tut mir Ah, okay. leid, dass ich den Leuten das jetzt vergessen habe, die zu erwähnen. Wir klauen einfach eure Ideen. Ja, also fühlt euch Kommt damit angesprochen. klar. Fühlt euch angesprochen, wenn ihr sagt, oh ja, diesen Vorschlag habe ich gemacht. Dann wisst ihr, dass es von euch kommt. So. Toll. Ich spiele doch nicht auf dem Multiplayer-Server. Warum habe ich Lag? Also so einen komischen Verzögerungslag, das sieht man dann im Video. Ja, ich hatten wir neulich auch gesehen. Als Das habe ich Zero jetzt war es gerade nicht das denn? verstanden. Die Blöcke sind auch nicht gekommen. So. Echt wie Multiplayer. Komisch. So. Ach Quatsch, was ist denn schön scheiß gewesen von mir? Toll, jetzt bin ich nur zu doof. Ich weiß nicht, ob Äpfel aus allen Bäumen droppen können. Tja, das musst du wohl Da war ich wieder nicht rausfinden. vorbereitet. Scheiße. Ja. Gib auf. Aber ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, Tobi Man wieder ein achtet man mal da Vorteil. drauf. Ich sag absichtlich nichts. Ich meine, eigentlich denke ich nicht, dass aus einer Tanne ein Apfel droppt. Ja, Also. theoretisch ich auch nicht, aber ich glaube, ich meine, ich habe auch schon mal im Dschungel einen gefunden. Ja, im Dschungel habe ich auch schon welche gefunden. Ach komm, ich mach mal hier ein bisschen Werkzeug. Ich hau hier die ganze Zeit drauf. So, Apfel zu nein. finden ist ja eh wieder mehr Glück als Verstand. Ja, Droprate halt, ne? So. Zack. Nee. Nein. Oh nee, so. Ich habe gerade Krüppelfinger, ich komme nicht mit der Tastatur klar. So, ich hätte schon mal die erste Farbe gefunden, aber naja. Ich habe die passenden Schafe dazu gefunden, falls du sie suchst. Ja, die habe ich noch nicht. Toll, ich dachte, hier hinten sind Bäume und die sind einfach alle im Wasser. Was ist das denn? Hä, die Bäume sind im Wasser. Ja, alle Bäume sind im Wasser, die sind nicht am So. Land.
Was ist das für eine Krüppelwelt hier, die wir gemacht haben? Okay, und Apfel habe ich. Sehr schön. Damit habe ich die erste Sache schon mal. Ach, Hacke. Egal, der gräbt sich jetzt bis zum Bedrock runter und dann kommt ein Creeper von hier. Ja. Ich sehe schon kommen, genau. Dass es echt daran hängt, dass hier erstmal ein Apfel droppen muss. Das kann es doch nicht sein. Das ist so banal. Ja. Ah, ich denke mal, das letzte wird auch noch schwierig. Dass man ja, dann. Das kann gut sein. Ja, ich habe vor allen Dingen. Ich hab echt Angst, hier einen Kürbis zu finden. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu, ja. Dann so 2 Kilometer durch die Gegend läufst und irgendwo ist einer. Manchmal findet man die Dinger direkt in der Welt. Ja, und manchmal läuft man ewig durch eine Welt und nirgendwo ein Kürbis. Mhm. So, ich darf nicht so viel Zeit verplempern jetzt, wo ich ein bisschen vorne bin. Ah, ich habe auch einen Apfel. Juhu. Nein. Aber ich habe ja momentan eh keinen Druck eigentlich. Ja, ich ja auch nicht. Ha. Ha, ha. Ich hab ja immer noch einen Ruhepunkt. Wie meint ihr das? Verstehe ich nicht. Das geht hier um Ruhm und Ehre. Es ist um Ruhm und Kehre. Wer ist Kehre? So, dann wollen wir mal loslegen jetzt. So langsam könnt ihr hier mal. Autsch! Oh, Gold finden sollte eigentlich kein Problem werden. Ey. Wenn wir eins können, dann Gold finden, Leute. So, jetzt könnt auch mal hier Apfel und so. Please. Wie war das jetzt nochmal? Man durfte Suizid begehen, ne? Auch? Genau, man darf da, also nicht, dass ihr euch wundert, man darf Suizid begehen. Ach du heilige Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Ha! Sogar 2. Hilft ja auch nicht! Kriegt einen Punkt mehr am Ende. So. Ach, scheiß doch drauf. So. Habt ihr euch irgendwas zu essen besorgt? Apfel. Ach, ja. Scheiße. Stimmt. Da sagst du was, Frank. Ja, ich dachte mir gerade so, soll ich jetzt oder finde ich schnell genug Gold, dass ich dann sowieso Suizid begehen kann? Ja, das ist die Frage. Ja. Ich glaube, ich verlasse mich einfach auf mein unverschämtes Glück. Ja, du bist ja der Farming-Spezialist. Ist ja sowieso immer Ressourcen am Start ohne Ende. Auch geil. Was soll ich denn jetzt damit machen? Redstone, na super. Wird noch kommen, ich werde Gold, Diamant finden, bevor ich Gold finde. So. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Oh, scheiße. Na, tot? Ja. Was, ehrlich? Ja. Was hast du gemacht? Ich bin in Lava gesprungen. Warum machst du sowas immer? Ich wollte eigentlich vorbeispringen, aber verdammt. Wie schlecht. Ich habe nämlich eine Höhle gefunden, eine unterirdische. Du machst auch immer... immer das Gleiche, das ist doch nicht zu glauben. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendjemand hat mich letztens noch gefragt, wieso schafft Tobi eigentlich nie zu gewinnen? Der hat doch schon 600 Folgen Minecraft. Und ich wusste nicht, was ich antworten soll. Weil er blöd ist. Wieso stirbt der immer? Jetzt hoffe ich hier... Ja, da ist noch ein Apfel gedroppt. Sehr schön. Okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier eine Höhle finde, wenn ich mich hier runterbuddle. Ach, du hast ja auch schon 2 Äpfel, Frank. War ja so, ne? Ja. Okay. Also kann ich einen essen. Stimmt. Ohne dass du es willst, hast du Nahrung mitgenommen, na toll. Ja. Ich würde aber jetzt gern mal hier eine Höhle finden. Scheiß Skeletor. Ich weiß ja nie, ob es das Beste ist, einfach eine Höhle zu suchen oder einfach zu graben und dann irgendwann auf eine Höhle zu stoßen, was da besser ist. Alter. Sicher. Okay, Patrick ist auf jeden Fall schon mal eine Höhle. Aber sicher. Weil du gesagt hast, scheiß Skeletor und es ist noch nicht Nacht draußen. Vielleicht ist er unterm Baum gespawnt. So, wo war die Stelle gewesen? So. Ich hab doch hier... Nein, du bist eine Höhle. Auf jeden Fall. Ach, das gibt's doch nicht. Irgendwo müsste doch mein Lochsee sein.
Wo ist das? Guck, verkackt das Loch. Okay, ganz runter springen möchte ich hier nicht von dem Loch, aber. Ah, da ist es. Aber zumindest daneben. Creeper! Meine Güte, ey. Warte mal, ich muss mir erstmal umsortieren. So. Wo bin ich denn jetzt hier? 38 bin ich schon. Ich habe noch keine Höhle gefunden. Oh. Gib mal jetzt. Ich bin ungeduldig. Ich such gleich. Stimmt, ist in der Nähe hier eine und ihr Säcke habt ihr da einfach gefunden. Also jetzt kann ich schon mal fragen, habt ihr denn in der Tanne was gefunden? Nein. Nö, ich hab so ein. Ich bin lieber weggerannt dann, weil ich mir halt nicht sicher war. Genau, ich bin dann. Also es war schon richtig. Also gibt's in der Tanne nicht, oder? Nee, und im Dschungel, dass ihr in der Dschungel was gefunden habt, das ist euer Glück, weil im Dschungel gibt's auch die kleineren Bäume und die sind nicht, halt nicht die normalen Dschungelbäume und die geben halt dann auch die Äpfel. Die Dschungelbäume geben auch keine Äpfel, deswegen. Ich hab Gold gefunden. Ja. Damn, echt? Ja. Fuck. Ich grab mich gerade wieder zu der Höhle runter, wo ich vorhin war. Oh je, Jetzt, ich hab auch Gold gefunden. Oh je. Aber ich hab kein Eisen gefunden. Das ist schlecht. Also schon Eisen gefunden. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich stufenweise runterkomme. Zu der Höhle, wo ich vorhin war. Dass ich wieder hier hochkomme. Wo der Gold ist. Ja, Gold hochkommen. So. Mag mir einer verraten, auf welcher Höhe Gold am häufigsten ist? Na gut, das weiß ich nicht genau, leider. Ah, und das ist auch meine Sachen. Interessant. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ab welcher Stufe es kommt, leider. Also. Dann. Na toll. Ja, klar, dann kommt natürlich sowas an. Nein! Wow! Oh, hab ich Glück. Ist er wieder tot? Nein, aber das ist hier ist ein, da ist ein Skelett mit Eisenrüstung Goldrüstung gekommen. Okay. Aber zum Glück war ein Creeper in der Nähe, der mir das Leben nochmal versüßt hatte. Indem er einfach das Skelett getötet hat. Ganz dreist. So schön viel Gold. Ich find hier aber auch gar nichts. Darf ich eigentlich die Werkbank zum Beispiel noch nutzen, dann, wenn ich jetzt gleich neu anfange sozusagen? Nein, okay. Verdammt, jetzt weiß ich nicht, wo ich runtergefallen bin. Wo ich zu Gold war, verflucht! Schreib doch die Koordinaten auf. Du legst ja auch immer wieder Steine in den Weg, Tobi. Ich krieg schon mit. Wie viel Gold hast du gefunden, Tobi? Ja, das war ein Block Gold. Ah, okay, ich hab 6. Du brauchst doch nur einen. Egal. Ich mach mir gleich den richtigen goldenen Apfel. Fluchte Gott. Karte. Ich find gar nichts. Ach, hier ist auch nochmal Gold. Sehr schön. Tada, goldener Apfel fertig. Ich esse ihn einfach nochmal, damit die Leute mich feiern. Und dann springe ich in die Lava. So, respawn. Jetzt kommt die nächste Aufgabe und jetzt sollte ich mir was zu essen mitnehmen, weil ich habe eben echt nichts zu essen gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Und das Geilste ist, es ist übrigens draußen Nacht, also. Ja, habe ich jetzt auch nicht so den großen Vorteil. Ich heul gleich, ich finde hier nämlich gar nichts. Nicht mal Eisen oder so zwischendurch. Dadurch bleibt es wenigstens. Brauchst du ja kein Eisen, ne? Patrick, dadurch bleibt es wenigstens spannend jetzt, wo ich gestorben bin. Ja, das stimmt. Aber dadurch bleibt es immer spannend, irgendwie. Immer sterbe ich. Ich weiß nicht wieso. Seid ihr schon mal gestorben hier? Ja, oder? Ja, beim Dorf bin ich nicht, bei der Dorfsuche. Bei der Dorfsuche bin ich einmal verreckt. Oh, sauber. Da sauber. Dorf hab ich ja gewonnen, wa? Oh nein, er hat ein Pumpkin gefunden. Hab ich das jetzt Gold oder Eisen? Ach, das ist Eisen, verfluchte Kacke. Ja, hier. Hast du es auf den Augen? Oh Gott, ich werd schon beschossen. Mist. Die Leute fragen sich wahrscheinlich auch gerade, was macht der Grandstar eigentlich? Werdet ihr gleich sehen. Hoffe ich mal, dass ihr das noch sehen werdet. Oh, diese ganzen Rohstoffsucht, die spawnen doch immer solche Gänge hier, aber da findet man noch gar nichts. Von wo bin ich denn gekommen, bitteschön? Verflucht. Man kann ja erzählen, dass das hier effektiv ist. Was machst du denn jetzt? Baust du dir so einen Gang einfach, oder? Ja, genau. Okay. Also ich muss sagen, ich habe in der Höhle gesucht. Ah, vielleicht sollte ich meine Taktik mal ändern. Hier war doch Erde gewesen, wo ich runtergefallen. Da bin ich runtergefallen. Yes. Ich bin auch ein verfluchter, blöder Noob. Das ist sandig, oder? Oh, jetzt überlege ich gerade. Jetzt konnte ich gerade keine Steine platzieren, ich weiß es nicht.
So, da ist Gold. Ja. Ich kann dir aber nur klar, sagen, gleich 5 Goldblöcke auf einmal, kommst, hinterher, nee, 6 Goldblöcke auf einen Fleck. Verstehst du, wenn man sonst Gold findet, ein Stück und dann war es? Jetzt 6 Stück hintereinander. Also ja. Gold ist jetzt auch nicht so selten, ne? Seltener als Eisen. Und seltener als Redstone oder Lapis Lazuli. Oh je. So. Ja klar, ist hier ein Zombie drin gespawnt, willst du mich verarschen? Ich habe keine Waffe gebaut. So Leute, und goldene Apfel fertig. Ich fasse den jetzt auch nochmal zum Schluss. Dann viel Spaß jetzt oben und an der Oberfläche. Kamikaze. Ja, Nacht ist es. Ah, sehr schön. Sehr schön. Heißt, du hast doch bestimmt schon ein Pumpkin, oder? Nee, ich habe noch nichts von. Von der neuen Quest habe ich noch nichts gefunden bisher. Wenn du sagst, danke, sehr schön, dann frage ich mich, was du meinst mit sehr schön. Ich komme voran, immerhin, sagen wir es mal so. Er kommt voran. Er hat Eisenmeere gefunden, mehrere Eisenblöcke. Gut, oh, dann wie ein Enderman. Höhle, wo bist du? Zeig dich. Irgendwo muss eine Höhle sein. Ah, Schafe. Sehr gut. Ja, Pumpkin wird auch nochmal ein Spaß werden jetzt. Ja, am Ende dann. Vielleicht kann ich am Ende noch aufholen. Oder was heißt am Ende zwischendrin? Wenn ihr alle ein Pumpkin sucht und ich finde direkt einen oder so. Ja, Schallplatte wird ja auch lustig. Wer trifft mich kommt hier? Her, ihr seid tot. Ja, genau. Jetzt werde ich hier von allen Seiten kaputt geschossen. Oh, ich habe eine Karotte gefunden, falls mir das irgendwie hilft. Nein. Aimbot-Lappen hier. Diesmal nicht. Verdammt. Das wäre auch mal so eine Sache, oder? Kartoffel, Karotte und Dingens finden. Oh, ich dauert doch auch ein bisschen, oder? Oh. Ja. Oh nein. Also Karotten und Kartoffeln können, soweit ich weiß, auch Zombie als Rare Drop. Ja, genau, das hat ein Zombie nämlich. Jetzt habe ich ein Dorf gefunden. Hast du es überlebt, Frank, oder bist du tot? Ja, ich bin in der Nähe also wie von meinem Zeug gestorben. Aber wenigstens positiv ist hier, dass hier denn ein Dorf ist, heißt es gleichzeitig, dass die Lebensmittel sind. Ich warte gleich, bis Tag ist. Ich habe hier 3 Skelette hinter mir und ich habe keine Ausrüstung. 4 Skelette, ich bin hier. Oh, der Gränz hat Pumpkins gefunden. Aua. So, jetzt erstmal ein paar Kartoffeln holen und ein paar Karotten als Lebensmittel. Oh Gott, das sieht ja scheiße aus. Nee, das behalte ich nicht. Jetzt haben sie erstmal die ganzen Dorfbewohner wahrscheinlich auf dem Kieker. Ja, ist klar. Rastet doch mal aus. Slimes, alles Mögliche. Ja, tschüss, ihr Assis. Ey, ich finde aber nicht in Ordnung, dass du uns als Assis bezeichnest. Nee, ich meinte eigentlich den, ja, das Skelett, was dazwischen kam. WTF. Ich glaube, ich muss warten, bis Tag ist. Da sind so viele Monster. Was soll ich denn dagegen machen? Was, hast du jetzt schon den goldenen Apfel oder was, Frank? Cool. Nee. Cool, hier sind die ganzen Dorfbewohner zum Zombie geworden. Ich hab keinen goldenen Apfel, aber trotzdem. Ich komme nicht an mein Zeug ran. Nein. Nicht sterben. Bitte nicht. Ah ja, noch so ein Creeper. Komm, spring mich in die Luft los. Los, gib's ihm. Jawohl. Okay, dann kann ich ja nochmal hinlatschen. Bist du tot oder was? Die Zeit habe ich ja noch. Ja. Bist du zweimal gestorben jetzt, oder was? Das dritte Mal. Dritte Mal? Wodurch denn jetzt die anderen beiden Mal? Ja, zweimal Creeper, einmal Skelett. Nee, Spinne, sorry. Da ist alles voll. Alles ist voll. Was soll ich tun? Ich kann mich auch jetzt in den Nacht eigentlich in ein Loch vergraben oder so. Hast du auch ein Pumpkin? Yep. Du hast doch ein Pumpkin, hab ich doch gesagt. Ich hab doch vorhin noch gesagt, dass ich ein Pumpkin hab. Aber ich hatte ihn da noch nicht, als du das meintest. Ich hab mich schon gewundert, warum keiner darauf eingegangen ist. Wow. Wenn niemand auf dich hört. Wow. Oh. Okay, jetzt muss ich nur das irgendwie schaffen, einen ruhigen Fleck zu finden, damit ich hier ein bisschen was machen kann. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich kann mir vorstellen, du hast sogar. War der Pumpkin ganz alleine? Nee. Okay. Dachte schon, du wirst dann. Weil du auch ein Dorf gefunden hattest, dachte ich schon. Nee, ich hab kein Dorf gefunden. Weil du eine Karotte hattest, deswegen. So. Ja, durch einen Zombie. Du hörst mir echt nicht zu. Nein, wieso sollte ich? Ich bin selber beschäftigt, hallo? Och nö, geh weg, Creeper. So, hier. Meine Fresse. Aber ich bin mal kurz da drüben. Jetzt
So eine verkackte Ätze. Ja, ist klar, Aimbot. Ich will mir auch ein Aimbot. Ah.